Hi, ich bin der Günther, ich mach's dir mein Bude. Willkommen zur dritten Folge Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber dumm. Für die, die ersten beiden Folgen nicht gesehen haben, der typische Disclaimer, das hier ist keine reguläre Fanfiction von mir. Die Walross Edition 4 wird noch dieses Jahr kommen, aber bis Herbst oder so wird's noch dauern. Also ich hoffe, dass es dieses Jahr kommt, wenn nicht, sage ich rechtzeitig Bescheid. Das hier ist meine erste Fanfiction, nachdem ich sie durch einen Textumschreibegenerator und durch zwei Sprachen im Google-Übersetzer gescheucht habe. Nachdem wir in der letzten Folge viel über den Krieg und seine Opfer geredet haben und mehrere Tode desselben Charakters hatten, können wir jetzt weitermachen. In Kapitel 8. Antworten. Moment, das ist das erste Mal, dass das Kapitel sagt? Oder? Nee, ist es nicht, ich bin nur dumm. Kapitel 8. Antworten. Ich ging wieder zum Lord-Ecke-Gebäude. Ich wurde wieder schwer verletzt, aber ich weiß, mein Plan hat funktioniert. Ich hörte wieder zwei Stimmen aus dem zweiten Raum. Aber was ist, wenn wir die Zukunft nicht ändern können? Gent, wie können wir dann Nekrose besiegen? Wir sollten keine Ahnung haben, dass es scheitern wird. Das ist wichtig, es wird scheitern, aber zumindest sollten sie keine Ahnung haben. Unsere Gewinnchancen werden gesenkt, also hoffe ich, dass sie es tun. Natürlich, ergibt Sinn. Tatsächlich muss er jetzt schon dagegen ankämpfen. Ich werde sehen, wie er abschneidet. Das nächste Mal kehrte Radias. Alter, einfach hier so. Wir sind wieder in der Steinzeit. Das Rad wird neu erfunden, Leute. Jetzt heißt es Radias. Das nächste Mal kehrte Radias in den Raum zurück. Sie sah mich kurz an und sagte mit einer verzweifelten Träne: Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Nun betrat auch Lord Ecker den Raum. Ich weiß, dass du es kannst, Quint. Es ist alles in Ordnung, nur. Ich sah sie beide kurz an, stellte dann aber eine Menge grundlegender Fragen. Er dachte, bist du eine Latina hier? Wie siehst du mich? Warum will Necrozma mich aus Schwierigkeiten herausholen? Digga! Mann, Gent, was soll denn das? Du spoilerst ja die Geschichte. Lord Ecke schwieg plötzlich. Latias begann zu sagen, nun, ich erzähle dir alles, was du weißt. Danke! Danke! Alles, was du weißt, den Rest musst du nicht wissen. Lord Ecke stand aus dem Raum auf. Nach einer Weile kam er wieder zu mir und sagte zu seinem Onkel, zuallererst hast du von allen Seiten Hunger. Du bist für ein paar Wochen frustriert. Was ist das? Ich meine, war ich gefühlt nach der letzten Folge Mystery Dungeon Redder Team DX. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine andere habt, die mit Zapdos. Aber hey, dann fing Latias an zu reden. Also so haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns vor ein paar Tagen mit ihnen in Verbindung gesetzt. Digga, Latias spricht immer so in diesem Plural über sich selber. Sie haben ein Gebiet für mich eingerichtet und ich kenne ihren Platz. Der Baum wird als spiritueller Wald bezeichnet und wird von vielen Menschen genutzt. Also, in diesem Satz war alles falsch, was falsch sein konnte. Es geschehen so viele wundervolle Dinge. Niemand weiß, woher sein Name kommt. Er sagte nur, er würde dem Auserwählten helfen, den Weltfrieden aufrechtzuerhalten. Ach, das hat der Wald gesagt, der aus einem Baum besteht. Aber es ist nicht allzu nützlich, dass ich Lord Ecke kontaktiert habe. Und dann, jetzt kommt wörtliche Rede. Ich legte ihre Hand. Ja, ich möchte auch fragen, woher kennst du dich? Woher kenne ich mich? It all started at the day I was born. Digga, der Joke war so scheiße, ich weiß, aber... Sagst du mir, du bist aus Latia oder ihrer Lord-Ecke-Umgebung? Was wusstest du? Er sah erstaunlich ins Gesicht und fing an zu schlagen. So, falls man es nicht gehört hat, ich habe gerade hier... Ich sitze auf meinem Bett, wenn ich vorlese, ich habe da hingeschlagen... Nun, es ist
Ich denke, ich sage es dir besser. Erstens, Lord Eckhart hat gelogen. Er weiß, wo ich bin. Er sagt es dir nicht. Wenn du nur lügst, um zu sehen, wo ich bin, kann er es nicht kontrollieren. Nekrose ist überall. Sie suchen mich überall. Als ich ankam, Lord Ecke und erlebte alles von meinem Ex-Freund. Alles gleich, wusste gar nicht, dass Latias eine Beziehung hatte. Gut zu wissen, ich dachte, wenn man die Geschichte schreibt, wüsste man eigentlich alles über die Charaktere. Als ich sah, dass er beschlossen hatte, in die Gegend zu gehen, beschloss ich ihn zu fragen, wann es kam. Kurz nachdem er ins Dorf gekommen war, ging ich in den Wald, um ihn zu empfehlen, um das Licht der Welt zu retten, stimmte er zu. Er ist jetzt meine rechte Hand, gegen den Nekromanten zu kämpfen. Das sollte auch deine Frage erklären, warum ich hier bin. Als ich ihn aus dem Raum holte, war ich in Lord Eckes Gespräch. Als ich Latias fragte, ob sie nichts gefunden habe, sagte sie nur, dass sie zu Beginn des nächsten Gespräches lief. Hä? Also, das muss man nicht verstehen. Nach einer Weile beschloss ich, mich wieder mit ihm in Verbindung zu setzen. Latias fuhr mit seinem Kommentar fort. Nein, nein, das kann nicht sein. Ihr wisst nicht, was ich gerade sehe. Das übernächste Wort. Nick Schrosma ist richtig da geschrieben. Sogar die Rechtschreibung passt. Für Nick Schrosma war es für Pokémon normal und er untersuchte das Phänomen in der Gegend. Eines Tages wirkte er verrückt und plötzlich begann seine Kräfte und sein Wissen, das ganze Licht zu verbergen. Ich wollte allein mit ihm sprechen, aber er hat mich plötzlich angegriffen und mich verletzt. Wir haben zusammengearbeitet, aber jetzt muss ich es sehen. Ich weiß, was mit dir in der Zukunft passiert ist. Ich kann deinen Himmel fühlen. Meinst du jetzt, weil Erkundungsteam Himmel, weil das ja so... Ne, guter Joke. Sie haben eine, von der ich nicht einmal weiß, aber sie sind die Tür der Dunkelheit. Anscheinend weiß ich wirklich so einiges nicht über die Geschichte. Das hört sich eigentlich nicht so an, als wäre Günther der Protagonist. Gut, ich lerne hier offensichtlich einiges. Nick Schrosma hätte alles verstehen sollen. Natürlich ist sein Ziel, sie aus Schwierigkeiten herauszuholen. Aber jetzt ergibt es Sinn. Nick Schrosma will Gent aus den Schwierigkeiten... Korrigiere, der Nekromant will Gent aus Schwierigkeiten herausholen. Schließlich ist Gent die Tür zur Dunkelheit. Jetzt ergibt es alles einen Sinn! Nein, tut es eigentlich nicht. Endlich wusste ich die Antwort auf all die Zweifel, die ich immer noch machte. Meine Mission ist es, gegen Nick Schrosma zu kämpfen. Und das möchte ich auch gewinnen. Bevor Latias ging, fragte er... Warum immer er? Kurz, du hast doch keine Erinnerung, oder? Oder? Als ich es bestätigte, sagte sie mich... Das war nicht der Übersetzer, ich kann nur kein Deutsch. Fragte sie mich. Gunther, ich weiß, dass es dir schwerfallen wird. Bitte sag Lord Ecke trotzdem keine Information zu diesem Thema. Aber warum? Glaube mir, ich weiß eine Menge Dinge, die du nicht weißt. In diesem Fall musst du mir glauben. Ich weiß nicht, warum so lange. Ja, frage ich mich bei der Deutschen Bahn auch immer. Kapitel 9. Erfassen. Die anderen Tage sind die gleichen. Das waren jetzt 6 Worte, die alle zusammen keinen Sinn ergeben haben. Die anderen Tage, Betonung auf anderen, sind die gleichen. Ich kann nichts tun, aber nichts tun. Es scheint, als ob Latias ohne Backup fehlte. Lord Eckhart oft gefehlt. Alles war in Ordnung, aber manchmal hatte Floyd 2 Bulbasaur. Was? Was? Wenn ich mit ihnen sprach, lernte ich nicht viel. Hä? Das ist genauso wie wenn man sich mit mir unterhält. Willkommen auf Günther aus der Dönerbude, dem Bildungsfernsehen im Internet. Beide sind schon lange mit
mit Annos. A-N-N-O-S. Beide sind schon lange mit Annos befreundet, haben sie aber nie getroffen. Beide leben in Silberdorf und sind Nachbarn. Sie haben Lord Ecke an dem Tag informiert, als er das Feld betrat. Es wurde vereinbart, dass die drei sich verstehen würden. Aber als Lord Ecke nicht da war, sagten sie mir, dass sie normalerweise tagelang verschwinden. So hatte ich das aber nicht geschrieben. Wenn sie ihn das nächste Mal fragen, wird er dies auch weiterhin tun, da er schon immer dort war. Er weigerte sich, darüber zu sprechen. Kurzfristig finde ich auch, dass sie von Tag zu Tag kürzer werden. Wer jetzt Floyd und Bisasam? Wie Lord Ecke mir sagte, die Dunkelheit wurde immer dunkler. Oh mein Gott, nein! Die Dunkelheit wird dunkler! Willst du mich irgendwie verarschen? 2 Wochen später kehrte ich gesund zurück. Wir waren uns alle 4 einig, dass wir uns um Mitternacht in den Bergen treffen würden, um unsere Planung fortzusetzen. Lord Ecke ist in der Lage, Latias zu erreichen, um sich uns anzuschließen, solange er später einbezogen wird. Dann habe ich mich mit Lord Ecke in Verbindung gesetzt. Als wir dort ankamen, war niemand da. Nach 10 Minuten schwieg Lord Ecke. Das halte ich nicht für realistisch. Der braucht länger, bis er endlich mal die Fresse... Wo Floink und Bulbasaur? Das ist der Satz. Bisher waren sie unterschiedlich. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, dass sie auf unterschiedlichste Weise erscheinen würden. Aber als es eine halbe Stunde später war, wir beschlossen, mit ihnen das Haus von 2 Personen abzureißen. Sehr gut, jetzt weiß ich schon, was ich aufs Thumbnail machen kann. Wahrscheinlich wird der Titel dann sowas wie die Dunkelheit wird dunkler und auf dem Thumbnail seht ihr ein paar Pokémon, die ein Haus abreißen. Aber hey! Als wir ankamen, konnte keiner von uns glauben, was wir gesehen hatten. Die Tür wurde geöffnet. Oh mein Gott! Das Fenster wurde zerbrochen und alles drin stürzte ein. Ich sah eine Lücke zwischen den Reben. Ich habe es gelesen, weil Lord Ecke das Internet nicht lesen konnte. Wenn Sie Freunde wiedersehen möchten, lassen Sie es mich bitte wissen. Was? Geiler Drohbrief! Wenn Sie Ihre Freunde wiedersehen möchten, lassen Sie es mich bitte wissen. Das wäre wirklich sehr höflich. Sie haben 1 Woche Zeit, um ihn auf meine Festung auf den Mond zu werfen. Warum wirft jeder jeden? Hä, das finde ich gerade sogar geil, die nächste. Ich sehe gerade, an sich ist die ist das, was da jetzt steht, finde ich sau cool. Das könnte ich tatsächlich in der Walross-Edition. Nee, kann ich nicht, weil Nick Schossma fehlt. Ich bin schlau. Vielleicht, wenn nochmal über Vergangenheit von Nick Crossma geredet wird, aber da steht Lord Nick Crossma. Ist ganz cool. Bloß soll das Lord Ecke heißen. Lord Nick Crossma sah mich furchtbar an. Was machen wir heutzutage? Plötzlich rief der Türrahmen. Nur weiser Mann, wir müssen die Quintess nicht unter die Kuppel des Nekromanten werfen. Der Türrahmen ist wirklich eine weise Person. Danke für diesen tollen Rat. Nimm das Opfer an. Latias knallte den Türrahmen zu, dass du es wirklich nicht glauben kannst, dass ich nichts getan habe. Latias sah ihn freiwillig an und sagte dann, wieder kommt Gunther heraus. Und wie willst du dich auf den Weg machen? Typh. Höheres Level höher. Typh übrigens T-H-E-I-V. Seine Antwort ist nein. Er ließ das Gebäude aus dem Hof und in den Wald. Ich habe das Gefühl, das ist heute noch abgecrackter als sonst. Ich wollte ihn folgen, aber Latias mit H hielt mich auf.
Ich hoffe, Sie wissen bereits, was für Gent das Beste ist. Ich glaube, Sie sind es, aber ich werde Sie noch erledigen. Ich kann es nicht riskieren, dass Nekromanten die Welt verdunkeln. Vertrauen Sie mir, Sie haben es nie versucht. Ich bin zu Lord Eckes Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen, weil ich wusste, dass es richtig war. Am wichtigsten ist, ich würde ihr niemals Latias anvertrauen. Wie ich erwartet hatte, war Lord Ecke schon da, als ich ankam. Als ich das Gebäude betrat, fragte er mich verzweifelt, Gent, Sie stimmen zu, dass wir beide retten müssen, nicht wahr? Natürlich tue ich das, aber wie sollen wir zum Mond gehen? Was sollen wir tun? Denn zu diesem Zeitpunkt hat Radios eine relevante Einstellung. Wenn ja, sagte sie, sollte ich Nick Schrosma niemals aufgeben. I'm never gonna give you up, I'm never gonna let you down. nein, ich weiß auch nicht, was für eine Scheiße ihr euch gerade anguckt. Nun, ich weiß, wir werden morgen abreisen. Lord Ecke lachte, als er meine volle Vision sah. Latias weiß nicht alles. Grotto Moonlight. Wo Cresseria nur 3 Tage bleibt. Sie kann uns zum Mond bringen. Also beschlossen wir, uns die Paare anzuschauen. Ich bin glücklich, aber ein Satz von Latias hält in meinem Kopf. Glaub mir, Versuchung. Du wirst hoffen, dass du es nie getan hast. Ich weiß nicht, was Latias mir zu sagen versucht, aber ich möchte herausfinden. Nein. Und das war es für die heutige Folge der Mystery Dungeon Walross Edition in Dumm. Und Gott, es war wieder verdammt dumm. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Nicht vergessen, vor allem nachts aufpassen, die Dunkelheit wird immer dunkler. Und wenn ein paar Pokémon vor eurem Haus stehen, Achtung, sie wollen es vermutlich abreisen. Abreisen, ich kann nicht mal reden. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao mit Doppel-V.